Okay, dann können wir locker beginnen. Wunderbar, genau. Herr Michael Grill, herzlichen Dank, dass Sie für dieses Interview zugesagt haben. Im Namen meiner Kollegin von der Musikakademie Lemberg. Vielleicht starten wir mal mit dem richtigen Thema des Interviews. Sie wissen ja, dieses Jahr feiern wir Jubiläum von Wassily Barwinski. 130. Jubiläum, genau. Und Musikakademie in Lemberg veranstaltet eine internationale Konferenz, wo alle eingeladen werden, die irgendeinen Bezug haben zu Barwinski, die seine Musik erforschen, spielen oder sich mit seinen Schülern gekannt haben. Und Sie sind eben Organist und haben viele Werke von Barwinski gespielt. Erste Frage wäre eben, wie sind Sie als Organist überhaupt zu seiner Musik gekommen? Barwinski hat ja keine Werke für Orgel komponiert. Und wie ist die erste Begegnung mit Barwinski zustande gekommen bei Ihnen? Also erstmal möchte ich mich sehr herzlich bedanken, dass Sie mich gefunden haben und auf diese Weise ich auch mal nach Jahren wieder zumindest vom Ton her in Lemberg vorhanden bin. Und zu Ihrer Frage. Das ist eine Geschichte, die in einem kleinen bayerischen Dorf begonnen hat. Da war ein Neffe des Komponisten Barwinski, dessen Vater in Prag ein bedeutender Forscher war. Und was er mir erzählt hat, als erster gleichzeitig mit Röntgen zusammen die sogenannte Röntgenstrahlung entdeckt hat. Aber Röntgen hat es früher veröffentlicht und deswegen ist sonst würde diese Strahlung heute Pului-Strahlung heißen. Und dieser Alexander Pului, der hat eine Gräfin von Hohenthal geheiratet in der Nähe von Bad Aibling in Bayern und mit ihr dort gelebt und hat aber immer weiter die Musik und die Kultur seiner Heimat gepflegt. Und er hatte noch Noten und ich war damals junger Schüler und Frühstudent an der Musikhochschule in München. Und dann haben mich das Ehepaar Pului Hohenthal mal eingeladen zu einem Kaffee und haben mir Noten gezeigt, die vom Titelblatt her für mich schon mal nicht leserlich waren, nämlich auf Kyrillisch oder auf Ukrainisch. Das hat mich sehr interessiert, weil ich als Schüler von Karl Richter, der überwiegend die strenge Bachpflege kannte und Barockmusik, Mozart, auch noch Beethoven, aber eben ganz wenig Romantik. Und beim ersten in Berührung kommen mit dieser Musik ist gleich irgendwie der Funke übergesprungen bei mir, weil mir diese Musik so unheimlich gut gefallen hat, auch in ihrem speziellen nationalen Gepräge, also mit diesem speziellen ukrainischen Ton, der einfach unverkennbar in den Werken immer durchtönt. Und auf diese Weise kamen wir da zusammen und haben dann zunächst mal den Plan gemacht, in Bayreuth in einem kleinen Studio die Miniaturen und Präludien von Barwinski aufzunehmen. Das war das erste Projekt. Können Sie noch erinnern, was das erste Stück gewesen ist, das Sie eben als erstes Stück von Barwinski gesehen haben? Ich glaube, das war sicher das erste Stück aus den Miniaturen. Das war dieses Wiegenlied. Ja. Und diese Melodie, die nimmt einen so gefangen und wir haben auch den Text dazu recherchiert und es ist einfach sehr berührend gewesen, das dann zu spielen. Und es ging eigentlich immer weniger um falsche Noten, also um den Umstand, ob das jetzt perfekt ist, sondern es ging immer für mich auch darum, ob es jetzt ukrainisch genug klingt. Ja. Also das war eine richtige Lehre, die ich da durchgemacht habe. Ob mein Klavierton ukrainisch klingt.
Und da haben manche gesagt, ja, das wird immer besser. Schön. Also Sie haben 20 Stücke am Klavier aufgeführt? Auf dem Klavier, ja. Also es war nie die Konkurrenz mit der Orgel. Also es waren immer zwei Dinge. Und ich habe auch am Anfang, war ich noch nicht so ganz entschlossen, mache ich mehr Hauptfach Klavier oder Hauptfach Orgel, und habe sehr, sehr viel Klavier gespielt. Und eben durch mein Studium bei Karl Richter, dann Münchner Bachchor, Münchner Bachorchester, bin ich dann eben stärker in die Orgel- und Chorschiene gegangen. Aber zunächst war das noch offen. Und deswegen auch mein großes Interesse eben an dieser Klaviermusik. Was kann man die erste versuchen, ihrerseits die Babinskis Musik für Orgel, auf der Orgel auszuprobieren, für die Orgel anzupassen? Natürlich habe ich das versucht und habe auch bei mehreren Konzerten Bearbeitungen gespielt. Da gibt es den Choral, den sogenannten aus den Präludien. Das ist sehr gut für Orgel geeignet. Dann habe ich auch verschiedene, es gibt eine Sammlung mit kleinen Weihnachtsliedern, die für Klavier sind, die kann man auch teilweise sehr schön auf der Orgel darstellen. Allerdings zum einen glaube ich nicht, dass es jetzt das Ziel sein sollte, möglichst viel auf der Orgel zu bearbeiten, weil ich finde, das Klavier war schon auch Babinskis ureigenstes Instrument oder sein angestammtes Instrument, und es sind klavieristische Passagen immer wieder dabei, überwiegend, die sie auf der Orgel nur mühsam darstellen lassen. Diese Flexibilität im Ton, also in der Dynamik, ist auf der Orgel nur mühsam herzustellen, und ich finde das auch kein Ziel. Also es ist eine schöne Öffnung, wenn man etwas, was wirklich gut geeignet ist, auch mal spielt auf der Orgel, aber ich finde nicht, man soll jetzt das Werk durchforsten und möglichst alles auf der Orgel spielen. Es wird in einigen musikwissenschaftlichen Kreisen manchmal diskutiert, dass Babinski scheinbar große Hände hat und manchmal eben ganz große Akkorde komponiert hat, die man zum Teil arpeggieren soll, weil man sie sonst nicht aufhören kann. Eben auf der Orgel wäre es fast technisch gesagt einfacher zu spielen mit den Füßen, mit den Pedalen. Wäre das nicht ein Argument für die noch mehrere Bearbeitungen von seinen Klavierwerken? Nein, das finde ich nicht, weil diese Stellen, die klingen auf der Orgel, also die würden auf der Orgel nicht gut klingen, wenn man die einfach so hintereinander spielen, also gleichzeitig anschlagen würde, dann hätte man zwar alle Töne, die Babinski aufgeschrieben hat, würden dann klingen, aber der Pianist und Komponist Babinski wusste ja auch, wie er das schreiben muss, damit die Leute das so und so spielen. Also er hat sicher auch damit gerechnet, dass es arpeggiert worden ist. Und wir wissen ja auch, dass er von Chopin her kam. Und da gibt es ähnliche Passagen, die einfach in einer bestimmten Weise gespielt werden, ohne dass jetzt das unbedingt in den Noten steht. Vielleicht nur ganz kurz zurück, damit es klar ist und damit alle, die davon vielleicht mehr erfahren wollen, dass den Wunsch erfüllt haben, bekommen ihre Bekanntschaft mit der Familie in Bayern, mit der Familie von Poljuich. Genau. Wie ist es zu der Bekanntschaft gekommen? Also der Name Poljuich sagt uns Ukrainer ganz viel, also wir wissen, wer das ist, und genau die über diese Familie weiß man ja in der Ukraine. Eben, wie haben Sie vielleicht ukrainische Vorfahren oder irgendwie, wie ist es zu dem Kontakt gekommen? Nein, ich habe also gar keine Vorfahren, also ich habe schon Vorfahren, aber keine ukrainischen. aber mein Vater war in dieser Gegend in Bayern, war er Pfarrer, also Priester, also evangelischer, und dadurch er war dadurch auch ein bisschen ein Kulturzentrum auf dem Lande, wo auf sehr, sehr bäuerlicher, ländlicher Gegend, und alles, was mit, also zum Beispiel, wenn auf dem Dachboden in einem Bauernhof eine alte Bibel gefunden worden ist, dann hat man sie dem Pfarrer gebracht. Ja. Und so kamen auch die Puluis
die wussten, der Sohn spielt Orgel und Klavier, also bringt man die Noten und sagt, der soll sich das mal anschauen. So bin ich also als Sohn eines evangelischen Pfarrers mehr oder weniger dort bekannt gewesen und war halt die erste Adresse. Und das war sehr gut, dass das so gelaufen ist, aus meiner Perspektive. Und würden Sie noch sagen, wie das Dorf hieß, wo das alles stattgefunden hat? Das heißt Litzeldorf. 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 In Bayern. Mhm. Ja. Ich war vor ein paar Jahren nochmal dort. Da wohnen, glaube ich, noch Verwandte dort von der Familie. Und das würde mich sehr interessieren, also den Keller nochmal zu sehen, weil im Keller hatte Herr Pului sein Studio. Da war ein Flügel, auf dem haben wir auch die Sachen erstmals ausprobiert. Und dann hingen eben diese Fotos an der Wand mit den Knochen, die sein Vater aufgenommen hatte, mit den Röntgenstrahlen, wo er diese Strahlung entdeckt hat. Da hingen als Beweis sozusagen, ja, ja, hingen die Fotos im Keller. Wie hieß der vom Vornamen, Pului? Ich glaube Alexander. Alexander Pului, ja. Genau. Und dann kamen Sie zur Bekanntschaft mit einem anderen prominenten Ukrainer, nämlich Roman Savetsky. Ja. Bitte kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist und was sich aus dieser Kontakt und aus dieser Freundschaft ergeben hat. Ja, es war so, dass das Ehepaar Pului leider schon sehr früh verstorben ist, also Mitte der 80er Jahre. Und sie mir aber ein kleines Vermächtnis hinterlassen haben und mit diesem Geld habe ich praktisch mir eine Flugkarte, also ein Ticket gekauft und den Roman Savitzky kontaktiert und aufgesucht, weil das klar war, wenn es weitergehen soll mit der Bawinski-Forschung, dann nur mit ihm. Damals war es noch nicht so einfach, in die Ukraine zu reisen und dort auch Erfolg zu haben. Um welche, um welche Zeit geht es jetzt? Um 60? Also es war Anfang der 80er Jahre. Anfang der 80er, ja. Jedenfalls war also das bekannt, dass Roman Savitzky in New Jersey, also der weltweit beste und am weitesten fortgeschrittene Bawinski-Forscher war. Und dann habe ich den besucht nach dem Tod des Ehepaars Pului. Und wir haben dann dort, das war etwa 1986, haben wir dann unser sogenanntes Bawinski-Projekt gegründet, haben wir so genannt und haben gesagt, bis zum Jahr 88, also wo der 100. Todestag dann ist, da wollen wir dies und das machen. Und unter anderem eine Tonaufnahme von der ukrainischen Suite und der Sonate in Cistur. Genau. Und eben Roman Savetsky haben Sie vorher nicht gekannt, sondern also einfach gehört, dass er als prominenter Forscher von Bawinski genau. Nachlass sei. Und Sie hatten eben einige Werke, wenn ich richtig verstanden habe, einige Werke oder Noten von Familie Pului bekommen und wollten Sie das irgendwie schauen, dass es weiter erforscht und gespielt und gepflegt wird. Genau. Und Roman Savitzky hatte natürlich auch noch weitere Noten und er hatte ja vor allem auch gute Adressen, weil er hat schon geforscht, wo Schüler von Bawinski noch zum Beispiel 1900, also in den 40er Jahren hin ausgewandert sind, zum Beispiel nach Wien. In Wien waren einige Noten zu finden für Cello und Klavier, die ich dann, Professor Natischin, hat mir die dann überlassen oder kopiert. Und auf diese Weise ist auch meine Sammlung größer geworden und wir haben immer wieder auch Sachen aufführen können, in München vor allem. Wo in München? Das war im großen Saal in der Matthäuskirche am Sendlinger Torplatz und auch habe ich ein Stück für Cello und Klavier mal im Bayerischen Rundfunk aufnehmen dürfen. Und seitdem ich hier in Schwabing an dieser Kirche bin, haben wir hier auch schon Abende mit Bawinski
Kammermusik gemacht. Und Stücke mit Cello, mit wem haben Sie es dann aufgenommen? Also als wer war der Cellist? Das war früher eine Cellistin, eine Deutsche. Und jetzt beim letzten Mal hier in der Erlöserkirche hat Stefan Haag gespielt, der ist Solo-Cellist bei den Münchner Philharmonikern. Ja, ja. Also auch eine erste Adresse. Ja, aber ich habe eben gehört, dass der Sohn von Barwinski nach Deutschland ausgewandert sei, worden sei und der war auch Cellist. Ja. Aber von ihm habe ich persönlich auf Infos gesucht und nichts gefunden. Ich würde gerne aber meine Limburger Kollegin fragen, ob man etwas von seinem Schicksal inzwischen weiß. Also Sie haben von ihm nie gehört? Doch, ich habe, also Ivan Barwinski hieß der, und ich habe auch versucht, in Köln, wo der ja war, noch zu recherchieren. Jetzt über ihn persönlich habe ich also zumindest keine wissenschaftlich relevanten Sachen rausgefunden, aber ich habe die Victoria von Barwinski kennengelernt. Das ist entweder seine, also ich kriege das jetzt nicht mehr ganz oft zusammen, weil es so lang her ist, jedenfalls eine Verwandte von Ivan. Mit der habe ich mich mal getroffen. Die kenne ich persönlich. Leben Sie noch? Ich glaube ja, also müsste eigentlich. In Köln? Wenn dann in Köln, ja. Okay. Und also hätte Sie Kontakt oder könnte man den Kontakt je nachdem versuchen? Also ich kann gerne meine Unterlagen nachsehen. Wow, und das wäre interessant, ja. Das wäre tatsächlich mal spannend. Ja. Und auch im Kölner Rundfunk müssten ja noch Unterlagen vorhanden sein. Von Ivan Barwinski. Da kenne ich jetzt auch den jetzigen Solo-Cellisten vom Kölner Rundfunk zufällig. Also der vielleicht hilft ja einem auch. Das wäre ideal, also wenn man das machen könnte. Dann würde ich sogar extra nach Köln fahren, um diese Interviews abzunehmen. Das wäre wertvoll, solange die noch leben. Okay. Und eben dann hat sich diese intensive Zusammenarbeit mit Roman Sawicki ergeben. Dann haben Sie wahrscheinlich auch weitere interessante Persönlichkeiten kennengelernt aus dem Freudenkreis von Roman Sawicki. Zum Beispiel können Sie vielleicht ein paar Namen nennen, die für Sie damals irgendwie wichtig, relevant gewesen sind. Also es gab eine Pianistin, die auch in New Jersey gelebt hat, Cara, das ist schon so Maria Kruschenetska. Das könnte sein, sein, ja. Also ich hab jedenfalls von ihr Aufnahmen gekriegt, ich habe sie auch persönlich kennengelernt. Ja, sie hat vieles aufgenommen von der ukrainischen Musik, ja. Vielleicht Maria Kruschenetska, das könnte wohl möglich sein. Okay. Und eben mit Roman Sawicki haben Sie auch mehrere Konzerte veranstaltet und auch selber mitgespielt. Vielleicht kurz von diesen, erzählen Sie von diesen Konzerten, was haben Sie gespielt, wo und ja, in welchen Besetzungen? Wir haben also mit Roman vor allem in New York und auch in New Jersey einmal Konzerte gemacht. Das war, ich glaube, das Hauptkonzert zum 100. Todestag. Das fand im Ukrainian House of Music in New York statt, gegenüber vom Central Park. Da habe ich die ukrainische Suite gespielt und die Sonate. Und wir haben als Zugabe einen Tonträger abgespielt von einem Live-Konzert in München, wo der Münchner Motettenchor das Nebu in Semlia gesungen hat. Das war also auch eine Bearbeitung von mir, von dem Klavierstück für Chor. Und das haben wir dann als Zugabe gespielt. Dann habe ich noch in St. John's Cathedral in New York ein Orgelkonzert spielen dürfen. Und da habe ich als mittleres Stück den Choral von Barwinski gespielt. Und dann in New Jersey in der Bibliothek, in der öffentlichen, mit einer Orgel drin, haben wir auch ein Konzert gemacht. Und vor allem aber, was ich sehr bedeutend finde, fast noch über das im Moment stattfindende Konzert hinaus, war der Umstand, dass Roman Sawicki, man muss sich vorstellen, er hatte ein Arbeitszimmer in New Jersey in seinem Haus. Da war ein großer Schrank drin mit vielen Schubladen und unendlich vielen Zetteln und Materialien und Schriftstücken. Er hatte auch ein sehr umfangreiches
schriftliches, also Literatur, Wissenschaft, also musikwissenschaftliches Œuvre hinterlassen. Und irgendwann sind wir mal auf den Gedanken gekommen zu sagen, wenn das Haus abbrennt, wenn da eine Überschwemmung ist oder sonst was, dann ist alles verloren. Ja. Und nicht nur ein Lebenswerk, sondern auch das Wissen über diesen Komponisten. Und damals wusste man noch nicht, wie die Geschichte weitergeht mit der Ukraine. Und der hat tatsächlich dann angefangen, systematisch seine Aufsätze, seine Informationen über Bawinski und vor allem auch viele, viele Fotografien, alte Fotografien, wo viele Musiker von Lemberg, vom damaligen Lemberg von vor über 100 Jahren drauf sind, zu fotokopieren und zu reproduzieren und mir zu schicken oder mitzugeben, wenn ich dort war. Also ich glaube, das ist ein bedeutender Schritt gewesen, auch was jetzt das weitere Arbeiten über Bawinski angeht. Absolut. Und vielleicht nicht nur über Bawinski, ich meine, in diesem Schrank, aber sicher auch Werke von anderen ukrainischen Komponisten. Auch, ja, sicher. Haben Sie sich auch mit den Werken auch zum Teil befasst oder wissen Sie, von welchen Komponisten es sich handelte? Um welche Komponisten es Also ich müsste dann nochmal genau mein Verzeichnis durchschauen. Das sind sehr, sehr viele Namen. Also Lysenko kommt auf jeden Fall vor und ich möchte jetzt niemanden nennen und jemand anderen nicht. Das waren wahrscheinlich Werke, die Roman Sawicki irgendwie, also okay, ich weiß nicht, wann genau er die von der Ukraine flüchten musste, da müsste ich selber nachschauen, ich nehme an etwa in den 50er Jahren. In den 50er Jahren. Alles, was er damals mitnehmen konnte. Nachher gab es ja keine Kommunikation zwischen der Ukraine und USA, also auch postlich. Man konnte nichts schicken und nichts bekommen, oder? Oder gab es doch welche Werke, die man sozusagen geschmuggelt hat über den eisernen Vorhang? Also ob noch über den eisernen Vorhang, das ist zu bezweifeln, ja. Also es war wahrscheinlich zu riskant. Aber eben vorher, bevor der Vorhang so eisern war, haben viele Schüler und Freunde noch einiges nach draußen gekriegt. Man weiß ja auch, dass Bawinski war ja dann 10 Jahre in der Verbannung und hat hinterher noch 5 Jahre Lebenszeit gehabt und versucht, einzelne Werke zu rekonstruieren oder wieder aufzuschreiben, die in seinem Schrank in dem Lemberger Konservatorium verbrannt sind oder verbrannt worden sind. Das ist halt einfach dieses Tragische an dem Werk von Bawinski, dass so viel verloren gegangen ist. Ja. Meine Sie bestünde noch Hoffnung, dass man noch was finden würde jetzt nach so vielen Jahrzehnten? Vielleicht ist irgendwas in Kopien überliefert, irgendwo in Archiven verstaubt und so. Also es ist nie auszuschließen. Ob man allerdings ganz große Mengen finden wird, ist die Frage, ja. Aber es wäre schon viel gedient, wenn man das, was man hat, sammelt, wenn da alle zusammenhelfen und auch eben über die Medien, die wir jetzt inzwischen zur Verfügung haben, wie das Internet, wenn man da also eine weltweite Gemeinde findet, die sich an dieser Sammlung beteiligt. Und natürlich braucht es ein Haupt oder mehrere, die das dann wissenschaftlich anführen und wissenschaftlich relevant bearbeiten und auch kontrollieren, dass kein Unfug betrieben wird. Aber das wäre auf jeden Fall das Ziel der nächsten Jahrzehnte vielleicht, da noch Sachen zu finden, und da hoffen wir, dass es mit der Öffnung von Archiven und von Bibliotheken weitergeht und wir Zugang kriegen. Ja. Das ist aber noch eine offene Frage, wie weit die Archive beispielsweise in Moskau völlig geöffnet sind und zugänglich sind, weil man vermutet, dass einige Werke von ihm eventuell auch dort hätten landen können, und ja, also von daher besteht wirklich doch eine Hoffnung, dass man irgendwas was findet. Ich möchte gerne noch kurz zurückkommen auf die
auf ihre Aufführungen und Bearbeitungen. Sie haben ja Werke mit Roman Sawicki zusammen bearbeitet und aufgeführt und auch kopiert. Sind einige von diesen von Werken dieses Schrankes sozusagen herausgegeben worden von Roman Sawicki? Oder wissen Sie von solchen Projekten, Ideen, dass man irgendwie die Idee hatte, systematische, vielleicht Gesamtwerke von Barwinski doch schon damals als Traumwunschziel oder mindestens einzelne Werke herauszugeben? Also an diesem Punkt, da waren wir und auch vor allem Roman Sawicki sehr zurückhaltend, weil wir dann gemerkt haben, also das große Ziel war von Roman Sawicki, dass er nochmal in seine Heimat reisen kann. Und es ist ihm auch geglückt. Und er hat dort, glaube ich, eine sehr aufregende und schöne Zeit verbracht. Nach 50 Jahren, wo er nicht zu Hause war. Aber das bestärkte ihn in der Ansicht, man soll doch möglichst die Heimat ihren eigenen Komponisten erstmal wieder groß machen und pflegen. Und eigentlich, dass es Sache der Ukraine ist, diese Dinge herauszubringen. Und natürlich, wenn Hilfe möglich ist oder wenn etwas nur im Ausland machbar ist, dann bin ich auch gerne bereit oder sicher auch andere, da Verlage zu suchen. Aber eigentlich wäre das ureigenste Interesse, jetzt absolut, das in der Ukraine absolut zu machen. Ja, absolut einverstanden. Ich dachte nur, vielleicht gab es um Sawicki herum irgendeine große ukrainische Gemeinschaft, schon damals Diaspora, die irgendwie sich Gedanken gemacht haben, ob man die Werke von Barwinski und von anderen Ukrainern schon damals in den 80er Jahren hätte herausgeben sollen. Aber eben scheinbar waren sie nicht so, die ukrainische Gemeinde vielleicht nicht so stark und nicht so einflussreich damals, um zu seinem Projekt zu kommen. Also zum einen war die Gemeinde, die sich speziell für diese Musik interessiert hat, nicht groß genug. Und dann war es auch so, die Quellenlage war noch nicht übersichtlich. Also man hatte immer noch jeden Tag sozusagen erwartet, dass wieder irgendwo was auftaucht. Und da kann man kein Gesamtwerk planen. Und es sieht so aus, dass Roman Sawicki eine Art Schlüsselperson war von dem Ganzen. Also er hat wirklich kann man das auf Deutsch sagen, wie ein Spinner, der so irgendwie Connections hatte zu verschiedensten Menschen, Personen, Netzwerk. Eben als er gestorben ist, hat das jemand aus seinem Umfeld von den Ukrainern dort teilweise übernommen oder soweit sie wissen, soweit sie informiert sind. Ich meine, diese Rolle als... Licht bräuchten wir eigentlich. Wir machen eine Aufnahme, Videoaufnahme. Ja, gerne, wenn es geht. Ja. Danke. Kein Problem. Er war doch Schlüsselperson und hat viele Menschen zusammengebracht. Vielleicht nach der Wende, als die Ukraine selbstständig geworden ist, hat das vielleicht aus Ihrer Sicht, ist das übernommen worden, was er gemacht hat, oder sollte das jetzt noch gemacht werden, dass der Nachlass von Sawicki erstmal ernst genommen wird und dann weiter gepflegt wird? Leider ist es so, dass ich momentan zu der Familie keinen Kontakt habe. Ich war vor etwa 8 Jahren drüben, als Roman noch gelebt hat, und habe ihn noch. Er hat leider gegen Ende seines Lebens 2 Schlaganfälle erlitten und war nicht mehr ganz der Alte. Und es war für mich dann nicht mehr durchschaubar, was mit seinem Nachlass jetzt wirklich passiert ist. Ich habe leider von seinem Tod nicht direkt erfahren, sondern nur indirekt, und das dann ein Jahr zu spät. Also ich konnte nicht unmittelbar nachforschen oder nachfragen, was macht er mit den Büchern und mit den Schriften. Das wäre aber sehr wichtig, das herauszufinden, weil er hat mir zwar sehr viel kopiert, aber sicher nicht alles. Also da ist bestimmt noch ganz viel zu finden. Ja. Und was er für Sie kopiert hat, das besitzen Sie immer noch, das haben Sie immer noch im Archiv. Das habe ich, und ja.
wäre sie einverstanden, dass in Kooperation mit der Musikhochschule in Lemberg, die sie jetzt, so wie es aussieht, dann die leitende Rolle übernimmt in der Borowitzkis Forschung, wären sie bereit, in diese Kooperation, dieser Kooperation beizutreten und sehr gerne, zu machen. Sehr gerne. Also da würde mich sehr freuen, wenn die Schachteln in meinem Keller mal einem sinnvollen Licht zugeführt werden würden. Sehr schön. Gerne noch ein paar Fragen. Aufnahmen. Zum Thema Aufnahmen. Die Konzerte mit Roman Sawicki, wo Sie gespielt haben, sind Sie aufgenommen worden oder haben Sie extra welche Stücke von Sawicki aufgenommen? Vielleicht Schallplatten für Rundfunk, keine Ahnung, ob es solche Ideen gegeben hat und so weiter. Ja, wir hatten in New York in einem Studio diese ukrainische Suite und die Sonate aufgenommen, wobei ich sagen will, dass die Suite, glaube ich, sehr schön geworden ist, aber die Sonate, die ist ein ganz schweres Werk und ich glaube, für mich vielleicht zu schwer. Und damals habe ich dann mich sehr bemüht, die gut zu spielen, aber ich erinnere mich noch in dem Studio an den Tonmeister, der dann die Aufnahme geschnitten hat, der hat sich die Noten angeschaut und eben diese, wie Sie vorher sagten, die Akkorde mit den Arpeggien angeschaut und hat gesagt, auf Englisch, dies ist nicht für menschliche Hände gemacht. Also es ist erschien ihm auch sehr, sehr schwierig. Ich bin aber überzeugt, dass es blendende ukrainische Komponisten gibt, auch in der jüngeren Generation, die sich dem gewachsen fühlen. Und da gibt es bestimmt noch tolle Aufnahmen in Zukunft. Aber diese schöne ukrainische Suite mit den schönen Melodien, das ist einfach unersetzbar. Dann auch viele kleine Stücke, es gibt ja auch viele Kinderstücke. Man müsste allein in diesem ganzen Fundus Bawinski für Kinder mal eine eigene Ausgabe machen. Ja. So wie zum Beispiel die Frau von Roman Sawicki, sie hat jahrzehntelang eine Pre-Education, also eine musikalische Früherziehung in New Jersey gemacht, mit einem Stück, das hieß immer der schönste Platz auf der Welt, also es ist auf die Heimat, ja, wo man immer wieder zurückkehrt und mit ukrainischen Melodien dazwischen und so. Also da ließe sich auf dem Bereich auch sehr viel machen. Und natürlich bei der Universal-Edition in Wien, da gibt es vielleicht auch noch eine Möglichkeit nachzuforschen. Die haben ja einige Sachen von ihm rausgebracht. Universal UE in Wien, zum Beispiel ein Zyklus Klavier mit dem Namen Liebe. Ich glaube auch die Miniaturen sind, glaube ich, bei UE. Und es gibt auch einen eigenen Bereich bei der Universal Edition mit Salonmusik. Ja. Und da möglicherweise findet man dort auch noch Sachen, die da einfach abgelegt worden sind, weil es nicht mehr aktuell waren jetzt und dann vielleicht wieder entdeckt werden können dort. Könnte man dann daran anknüpfen. Mhm. Okay, und ich sage ein bisschen so generelle Frage, aber das fragt man gerne in Lemberg, obwohl es auf Deutsch wieder ein bisschen naiv klingt. Finden Sie Bawinski Musik aktuell heute? Ja, was ist aktuell? Also aktuell, also sie sorgt heute weder für Aufführungsskandale und sie könnte allerdings durch eine stärkere Präsenz in der Öffentlichkeit durchaus noch mehr verdienen, was sie also kriegen, was sie verdient, nämlich mehr Liebe und mehr Aufmerksamkeit. Das möchte ich schon meinen, dass da noch nicht 100% erreicht sind. Also die Musik ist schon zu wenig bekannt. Ja. Ich finde auch die ganzen musikwissenschaftlichen Implikationen, also Bawinski als Enkelschüler von Chopin, Bawinski und
das ukrainische Volkslied oder Stravinsky und die Stilistik der ihn umgebenden, also um die Ukraine herum, die anderen Länder, die ja auch ihre Volksmusik haben und die auch von Komponisten verarbeitet worden ist, ja, also Bartok und so weiter. Das alles zu erforschen wäre schon lohnend und würde auch die Öffentlichkeit sicher interessieren. Zum Beispiel haben wir im Jahr 88 in New York eine Sendung gemacht im Radio WQXR, das ist das Radio New York, da gab es so eine Kultursendung, eine Musiksendung und da habe ich live am Klavier gespielt und habe dann versucht zu erklären, was Stravinsky und Brahms für Ähnlichkeiten haben im Tonsatz. Das ist doch interessant. Ja, also man stößt da bei bestimmten Intermezzi von Brahms und bei manchen Stücken von Stravinsky auf ganz ähnliche Zugehensweisen. Das ist ein interessantes Thema Ihrer nächsten Vorlesung in Lemberg. Ja, ich bin kein Professor. Ja, aber trotzdem können Sie sich vielleicht doch sowas vorstellen, für ein Konzert, Vorlesung, Masterclass, was immer, nach Lemberg zu kommen. Sie waren ja schon mal in Lemberg, oder? Ja. Kurz, und jetzt wäre schon die höchste Zeit, mal wieder zu kommen. Also ja. Dann, wenn Sie sich sowas vorstellen können, bin ich sicher, werden mich die Kollegen in Lemberg unterstützen, dass wir Sie mal wirklich für so ein Projekt einladen, vielleicht nächstes Jahr, wenn es Ihnen zeitlich möglich wäre. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ich weiter an Stravinsky dranbleiben könnte und wenn ich da was beitragen dürfte zur internationalen Gemeinschaft, das wäre sehr schön. Schön, schön. Vielleicht als kleiner Vorgeschmack von Ihrem kommenden Konzert in Lemberg, ein kleines bisschen von diesem Choralpräludium. Ja, den Anfang von dem Choral, den Sie bestimmt alle kennen, klingt auf der Orgel in München etwa so, aber es endet viel früher natürlich. Ja. Vielen herzlichen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Ich hoffe, dass wir das mal fortsetzen können, am liebsten sehr in Lemberg. Und ja. dass ich hoffe, dass die Stravinskys Forschung und Ihre Teilnahme daran dann weitergeht. Sehr gerne. Herzlichen Dank. Vielen Dank.